Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. In meinem letzten Video habe ich euch gezeigt, wie man eine Ständerwand aufstellt. Hier habe ich sie jetzt schon beplankt mit Gipskartonplatten. Und jetzt möchte ich nochmal auf das Beplanken eingehen. So, um jetzt zum reinen Beplanken zu kommen, habe ich hier nochmal eine zweite Wand aufgestellt. Das ist eine Vorsatzwand, weil hier hinten die Wand ist so schrecklich krumm. Da kann ich nichts mit anfangen. Die habe ich nur einfach ein bisschen befestigt, dass es stehen bleiben kann, weil da drunter auch eine Dämmung ist. Und möchte jetzt hier davor eine Gipskartonwand stellen. Dafür habe ich jetzt mal ein paar Profile missbraucht, die eigentlich für die Deckenmontage verwendet werden. Und zwar ein U-Schienensystem und diese Rechteckprofile, die eigentlich zum Abhängen der Decken verwendet werden, weil sie schön schmal sind. So kann ich hier eine Vorsatzwand aufbringen, ohne viel Platz im Raum zu verlieren. Dämmen tue ich hier jetzt erstmal nicht mehr, weil hier eine Außenwand besteht und darunter ist schon gedämmt. Und an einer Außenwand sollte man zusätzlich nicht nochmal dämmen oder man müsste dann nochmal eine komplett dichte Dampfsperre aufbringen. So, gut. Um jetzt zur groben Einteilung nochmal zu kommen. Diese Gips- oder diese Ständerwand habe ich jetzt gestellt, wieder mit diesem U-Profil. Und da ich jetzt meine Gipskartonplatten hochkant aufschrauben werde, so, müssen wir ein gewisses Einteilungsmaß wieder einhalten. Um das zu vereinfachen, machen wir einfach Folgendes. Wir haben meistens solche Abschnitte schon übrig von den Gipskartonplatten. Wenn nicht, das Maß dieser Einmalplatten ist ca. 60 cm. Allerdings auf diese Variante geht es schneller. Wir schnappen uns einfach so ein Teil, halten es hier an die letzte Wand an. Und da ich hier meine Profile nicht befestigt habe, schiebe ich die oben mittig mit dieser Gipskartonplatte. Hier haben wir nämlich so einen schönen Mittelsteg. Das sehen wir, wo wir uns befinden. Und dasselbe machen wir nochmal hier unten. Da schieben wir das auch nochmal so, dass wir schön den Mittelstrich hier liegen haben. Und damit haben wir unser Profil genau eingestellt, dass es mittig steht. Somit steht es auch wasserwaher, weil ich hier drüben die Wand auch schon wasserwaher habe. Wenn nicht, könnt ihr hier nochmal zur Sicherheit eine Wasserwaher dranhalten. Und kann jetzt hier mit dem Anschrauben der ersten Platte beginnen. So, da ich hier versuche, verschnittfrei zu arbeiten, da wenn man nämlich solche Schnipsel übrig hat, muss man die teuer entsorgen, versuche ich immer keinen Verschnitt zu verursachen. Das heißt, was ich oben an einer Platte abschneide, setze ich unten an der nächsten Stelle wieder an. So, und damit kommen wir jetzt zum reinen Verplatten. Jetzt schraube ich hier hochkant meine Gipskartonplatten ein, bis ich die komplette Wand zugeschraubt habe. Da ich hier eine etwas stabilere Wand benötige, schraube ich dann nochmal querliegend auch nochmal Gipskartonplatten drüber. Man könnte jetzt die untere Lage komplett verspachteln, somit erhöht man den Brandschutzwert der Wand. Ich mache das jetzt mal nicht, da das bei mir unnötig ist und verspachtele dann nur die obere Decklage. Also schraube ich jetzt einfach mal von Anfang an die Gipskartonplatten ein. So, ich beginne nun von hier unten. Ich habe von dieser Wand noch ein Stück Gipskarton übrig, das ist dieses Teil. Und damit fange ich jetzt hier unten an zu beplanken. Da wir dieses Teil eventuell dann in der Decklache verspachteln müssen, jetzt die Unterlache verspachtle ich nicht, da müsste ich es jetzt nicht machen, ich zeige es euch aber mal, müssen wir eigentlich immer eine Nut- oder eine Spachtelfuge uns erstellen. Die Gipskartonplatten haben hier drüben und drüben schon eine vorgefertigt. Ich versuche es mal in der Kamera darzustellen. Man sieht, die ist hier so ein bisschen abgerundet. Aber wenn ich jetzt mit der nächsten hier oben drauf weitermache, habe ich ja hier einen geraden Schnitt und da habe ich keine Abrundung. Da gibt es normalerweise einen Kantenhobel für so Gelegenheitswendesteller wie mich. Macht das jetzt keinen Sinn, extra einen Kantenhobel für ein, zwei Wänden zu kaufen. Man kann man auch seinen Cutter nehmen und kann hier oben die Wand, die Kante 30, 40 Grad brechen. Mit einem Kantenhobel geht es natürlich wesentlich schöner, aber für meine Zwecke reicht das. So, und somit habe ich meine Fuge erstellt und kann jetzt hier meine erste Platte setzen. Einfach davor gestellt und mit einer dafür geeigneten Gipskartonschraube eingebracht. Für diese Metallprofile gibt es zum Beispiel auch Schrauben, die haben selbstschneidende Spitzen. Da hat man etwas einfacher zu machen. Oder etwas einfacher arbeiten. Wir können aber auch hier die mit den Spitzen nehmen. Die greifen auch ziemlich gut ein. Einfach ansetzen und einschrauben. Hier würde ich euch empfehlen, wieder die Ratsche an eurem Akkuschrauber so einzustellen, dass die Schrauben sich nicht arg so tief versenken. Dadurch halten sie nämlich dann nicht mehr arg so gut. Was jetzt nochmal wichtig zu erwähnen wäre, ich habe meine
Rechteckprofile nicht verschraubt, damit ich sie hin und her bewegen kann. Damit ich die jetzt im Nachhinein noch ordentlich mit verschraube, setze ich natürlich hier unten jetzt genau, wo das U-Profil, das Rechteckprofil und die Gipskartonplatte aufeinandertreffen, eine Schraube hin. Somit verbinde ich alles miteinander und habe dadurch eine höhere Festigkeit. Hierbei solltet ihr auch aufpassen, wenn ihr zu lange Schrauben nehmt, wie zum Beispiel diese hier, drückt euch alles auseinander und dann funktioniert das nicht. Also müsst ihr dementsprechend auch eure Schraubengrößen vernünftig wählen. Ansetzen und verschrauben. So, und somit habe ich die Gipskartonplatte, das U und das Ständerprofil verbunden. Das mache ich jetzt bei allen unten wie oben und habe hier eine ordentliche Stabilität. So, nachdem ich nun meine erste Platte gesetzt habe, hier unten, messe ich dann die nächste Platte einfach auf, indem ich wieder mein Maßband nehme, stelle es wieder hier unten auf und kann nun oben genau ablesen, wie lang meine Gipskartonplatte werden muss. Das wäre in dem Fall 1,89,5 Meter. Jetzt gehe ich hier zu meinem Zuschnittplatz, messe mir mein Maß an meiner Gipskartonplatte auf. 1,89,5 Meter hatten wir gesagt. Zeichne es mir an zwei Stellen an. Schnappe mir jetzt eine Wasserwaage oder irgendeinen anderen geraden Gegenstand, vielleicht auch einen Abschnitt von eurer Ständerwand. Lege sie an den Strich so auf, dass beide Striche mit der Wasserwaage in Deckung liegen. Somit habe ich auch einen rechtwinkligen Schnitt. Schnappe meinen Cutter, fahre ihn so weit aus, dass ich vernünftig arbeiten kann und ziehe einmal durch. Wenn ich das gemacht habe, nehme ich jetzt meine Gipskartonplatte, stelle sie gerade auf und breche sie einfach durch. Und jetzt nehmen wir nur noch mal unseren Cutter und schneiden einfach genau in den Knick entlang. Und schon haben wir unsere Gipskartonplatten zugeschnitten. Da ich nun verschnittfrei arbeiten möchte, nehme ich gleich dieses Teil wieder auf der Gegenseite als Ansatzstück und auch da tun wir wieder, wenn wir das dann spachteln wollen, einfach unsere Kante brechen. Entweder mit einem Kantenhobel oder mit dem Cuttermesser, in meinem Fall, was nicht ganz schön aussieht, aber auch funktioniert. Dasselbe machen wir auch bei unserer anderen Gipskartonplatte und schrauben diese dann auch wieder an. Hier haben wir unsere geschnittene Platte, die stellen wir neben die Stelle, wo wir schrauben wollen, schnappen uns gleich ein paar Schrauben, den Akkuschrauber gleich parat halten. So, nun setze ich die Gipskartonplatte auf die andere auf. Ich stelle hier mein Knie dagegen, klappe sie an die Wand und verschraube sie so hoch wie möglich, nachdem ich sie ausgerichtet habe, einigermaßen wie hier, versetze ich so hoch wie möglich eine Schraube in das Profil. Somit kann sie mir nicht mehr umfallen, würde ich sie jetzt hier unten verschrauben, klappt sie oben ab und bricht mir wahrscheinlich in der Mitte durch. Und jetzt kann ich in aller Ruhe meine restlichen Schrauben einbringen und hier mit dem Abfallstück weiterarbeiten. Das mache ich jetzt so lange, bis die ganze Wand zu ist. Einen kleinen Zusatztipp möchte ich euch nochmal geben, wenn euch die Wand noch zu instabil wirkt, sie wird zwar jetzt stabiler, weil ich auch nochmal so rum verplanke, könnt ihr einfach ein Lochband verwenden, knickt es einmal so scharfkantig ab, setzt es so ein, schraubt hier eine Schraube ein und hier eine Schraube ein und somit könnt ihr die Wand nicht mehr nach innen verdrücken, da das wie eine Stabilisierung dann wirkt. Das mache ich jetzt hier auch mal. Schraube hier an der Wand eine Schraube ein. Das ist wichtig, wenn ich an der Wand beginne, kann ich nämlich hier mein Profil noch schön bewegen. Wenn ihr halt hier keine Gipskartonwand habt, müsst ihr Einschlagdübel oder irgendwelche anderen Befestigungsdübel verwenden. Das überlasse ich euch. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit zu korrigieren. Halten die Wasserwaage dran, am besten eine schöne lange, wie ich hier auch habe. Gehen mit dem Knie gegen die Wasserwaage, ziehen das Profil an die Wasserwaage an, so dass es anliegt, aber nicht, dass wir es überziehen. Ich demonstriere das mal, dass es überziehen. Einfach nur anliegen lassen und verschrauben die ganze Geschichte von hier nochmal. So, und damit haben wir das Profil Wasserwaage nochmal stabilisiert. Wenn ich das an mehreren Stellen wiederhole, wird die ganze Geschichte unwahrscheinlich stabil. Dann noch mit den zusätzlich verschraubten Platten oben drauf oder Gipskartonplatten dürfte dann nicht mehr viel passieren. So, das war es jetzt erstmal für heute, für das
einfache Aufbringen von Gipskartonplatten. Das Doppelbeplanken der Gipskartonplatten tue ich in einem meiner nächsten Videos nochmal näher erläutern, und zwar wenn ich hier die Decke abhänge. Und tja, das war es also wie gesagt erstmal für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.